Oh, was für helle Schokolätsche da so runterläuft. Alter Schwede, ein leckerer Schokoladenkuchen, kann ich euch sagen, Leute. Und der geht so schnell, da komme ich gar nicht mit der Eier hinterher. Und der hat einen Namen, den sage ich jetzt lieber nicht. Und hier habe ich meine 5 Eier drin und die schlage ich mir jetzt mit dem Zuckerring schaumig. Während das Ganze schaumig schlägt, habe ich hier ein bisschen Blockschokolade in mein Döpfchen rein, ne? Und da geben wir noch ein bisschen Butter dazu und tun das Ganze auflösen. Mensch, Leute, das geht so schnell mit dem Schokoladenkuchen. Da muss ich schaumig rühren, da muss ich auflösen, weil ich gar nicht, was ich zuerst machen soll. So, naja, also schaumischer geht's jetzt gar nicht hier. Ne? Guck mal, das ist ja einmalig hier. Wir sind echte Schaumkönige. Und da brauchen wir auch schon unsere trockene Zutaten. Ne? Da habe ich jetzt da ein bisschen Mehl, Kakaopulver, ein Prisel Salz und ein bisschen Backpulver. Ne? Und das Ganze tun wir jetzt gut verrührt in unseren Teig sieben. Besen wieder drauf und unterrühren. Guck mal hier, jetzt habe ich hier meine Blockschokoladebutter aufgelöst, ne? Die ist jetzt schon ein bisschen abgekühlt, nicht mehr ganz so heiß. Und die geben wir jetzt dann auch löffelweiß schön langsam mit dazu. Ach Mensch, riecht das schokoladisch, Leute, kann ich euch sagen. Ich liebe ja Schokolade. Und Schokolade macht glücklich. Und der Kuchen, der geht so zackig, so schnell. Ofen habe ich schon mal vorgeheizt auf 160 Grad Umluft. Und jetzt füllen wir den ab, das geht so schnell. Guck mal, wie der läuft. Jetzt noch ein bisschen Glattstreiche. Bisschen wackele, dass er sich richtig verteilt und jetzt geht's ab in den Ofen. Ich bin nur am Backen, die ganze Tag. Schau, ich schaff's nicht mal, meine Schürzen zu waschen, weil ich so wie für euch backen muss, Mensch. Also, jetzt tun nicht so, wenn man was erbt, hat man auch Schmutz dran. Den Kuchen lassen wir jetzt komplett auskühlen, jetzt machen wir uns noch eine Ganache für oben drauf. Und dafür gebe ich ein bisschen Schokolade in mein Töpfle und ein bisschen Sahne. Und das Ganze tun wir jetzt schön auflösen, aber nicht aufkochen. Und ja, mich würde ja mal interessieren, wer von euch hat denn das Abo-Glöckchen aktiviert? Stimmt doch mal mit oben ab. Wie, du hast noch nicht mal abonniert? Dann verpasst du doch die besten Videos. Und immer schön rühren. Was für eine dolle Ganache. Und die kommt jetzt auf den Kuchen. Oh, was für helles Schokolätsche da so runterläuft. Einmalig und so schnell fertig. Ciao, macht's gut!